Moin, meine Lieben. Ja, eigentlich sind wir im Urlaub, aber das Problem, was wir haben, ist mir schon vorm Urlaub aufgefallen, beziehungsweise bei der letzten Fahrt. Und zwar ist unsere Anti-Schlingerkupplung ganz schön am Knatschen. So, jetzt habe ich mich auf die Suche begeben, woran es liegt. Nein, der Kugelkopf von der Anhängerkupplung ist es nicht. Der ist recht sauber. Beim TÜV oder TÜV hat der Wohnwagen auch gekriegt. Spiel in der Anti-Schlingerkupplung haben wir nicht. Aber was ist mit den Reibbelägen? So Reibbelege, die härten gerne mal aus über die Zeit. Und ich würde jetzt mal behaupten, der Wohnwagen ist jetzt dritte Jahr jetzt ungefähr in unserem Besitz. Die Anti-Schlingerkupplung, die da drauf ist, ist bestimmt so alt wie der Wohnwagen, also über 20 Jahre. Wie alt sind dann die Belege? Und wie gesagt, so Belege, die härten ganz gerne mal aus und benötigen auch ein bisschen Wartung. Also habe ich mich mal da drunter gelegt und habe mir mal unsere Belege angeguckt. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar habt ihr einmal hier einen Belag und auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Belag. Den vorderen, na, könnte man bei unserem Modell tauschen. Da ist einfach nur mit einer Imbusschraube diesen runden Teller rausschrauben und da drin ist der Reibbelag. Aber den hinteren, der quasi hier sitzt, den kann man leider nicht tauschen. Und also, was haben wir gemacht? Vorm Urlaub noch schnell eine Anti-Schlingerkupplung bestellt. So, hier im Karton befindet sich quasi jetzt die neue Anti-Schlingerkupplung. Da haben wir einmal eine neue Gummitülle. Gegebenenfalls, falls man es braucht, ich tue das mal einmal aus. Habt ihr hier, je nachdem, was für ein Zugrohr ihr habt, unterschiedliche Adapter, dass ihr auf jeden Fall, ein bisschen laut, dass ihr auf jeden Fall hier auch euer neues Zugmaul bzw. die neue Anti-Schlingerkupplung montiert kriegt. Zeige ich euch gleich nochmal im Detail, wenn wir die wechseln. Dann habt ihr zwei neue Schrauben dabei, zwei neue Muttern und zwei Unterlegscheiben. Da ist die zweite. Dann habt ihr hier einmal eine Kugel, die ihr, wenn ihr den Wohnwagen abgestellt habt, hier vorne zum Schutz reinmachen könnt, beziehungsweise dann auch die Sicherung oder den Hebel von der Anti-Schlingerkupplung runterklappen könnt, dann passt das auch besser mit eurer Deichselabdeckung. Was habt ihr noch dabei? Ihr habt für die Auflaufbremse, um die, ja, wie sagt man es jetzt am besten? Ihr habt in diesem Rohr, zeige ich euch auf jeden Fall gleich auch noch bei der Montage, habt ihr eine Vorrichtung drin für die Auflaufbremse. Und damit die euch nicht aus dem Rohr rauskommt und ihr die wieder zurückdrücken müsst, habt ihr extra so Passstücke dabei, womit ihr die fixieren könnt, damit das nicht passiert. Wenn das rausrutscht, ist es kein Hexenwerk, aber wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal im Detail ein. So, jetzt freue ich mich schon wieder auf die Kommentare im Punkto Anhängerkupplung knatscht, quietscht im Betrieb. Mach doch mal ein bisschen Fett an den Kugelkopf. Also für den einen oder anderen haben sie es einmal direkt kein Fett, kein Öl an den Kugelkopf. Und zwar hat das den Hintergrund. Das sind Reibbelege. Wer sich die Reibbelege mal so anguckt, die sehen aus wie kleine Bremsklötze. So, das sind Reibbelege und keine Gleitbelege. Mit dem Öl verlieren die ihre Funktion oder mit dem Fett verlieren die ihre Funktion. Das wäre genauso, als wenn ihr hingehen würdet und sagen würdet,
ich mache mal ein bisschen Fett auf meine Bremsscheiben, dann quietscht die nicht mehr. Macht er auch nicht, weil dann ist die Funktion eurer Bremse nicht mehr gegeben. Also auf jeden Fall kein Fett, kein Öl an den Kugelkopf. Das könnt ihr bei normalen Standard, ich blende euch das gleich mal ein. Zugmaul machen, wie bei einem 750 Kilo Anhänger zum Beispiel. So, was kann man noch sagen zum Thema Wartung und Pflege von so einer Anti-Schlinger-Kupplung? Die Beläge hier, die hier sowohl oben wie unten drin sind, die lassen sich natürlich austauschen, wenn sie abgenutzt sind. Was ich bei dem Modell ganz nice finde, das zeige ich euch aber nachher nochmal, wenn die eingebaut ist. Ihr habt hier oben, da könnt ihr es sehen, habt ihr eine Markierung. Der sagt euch im angehangenen Zustand, Belag okay. Oder wenn ihr in den gelben, roten Bereich kommt, Belag nicht okay. Dann müsst ihr die natürlich tauschen. Ist auch ganz nett gemacht. Ich zeige euch das mal, wenn man es sehen kann. Da, dieser schwarze Punkt. Ihr braucht die im Endeffekt einfach nur nach vorne rausschlagen. Dann fällt er hier vorne raus. Und das gleiche habt ihr bei dem Belag. Den hier vorne die Gummikappe abmachen und dann könnt ihr den nach dahin quasi rausschlagen. Da gibt es dann im Internet neue Sets zu kaufen, liegen so ungefähr je nach Anbieter zwischen 30 und 40 Euro, die ihr dann da reinmachen könnt. Die andere Sache ist, die Beläge können schon mal so ein bisschen glasig werden. Ich zeige euch das nachher bei, oder blende euch das gleich mal ein, wie das bei unserer aktuellen Anti-Schlinger-Kupplung aussieht. Die könnte man dann fein Schmirgelpapier so ein bisschen wieder die Oberfläche anrauen, ein bisschen sauber machen, mit Bremsreiniger oder mit ein bisschen Druckluft anschließend wieder auspusten, dann haben die natürlich wieder ihre Reibwirkung. So, das ist mitunter ein Grund, warum wir unsere Anti-Schlinger-Kupplung getauscht haben. Der Hersteller hat damals gesagt, dieser Reibbelag ist groß genug, der braucht nicht getauscht werden. Aber wie ihr sehen könnt, der ist hier hinten schon am Schimmern und hier vorne bröselt er schon weg. Das heißt, altersbedingt wäre der irgendwann weggegangen. So, dieses glasige, was ich gemeint hatte, das könnt ihr mit Schmirgelpapier, mit feinem wieder wegkriegen. Genauso wie die Rostspuren, die da drin sind von eurer Anhängerkupplung und sonstiger Ablagerung. Dass das wieder alles schön glatt ist. Ich drehe die mal um. Da seht ihr das genauso. Na? So. Wie viel Dreck da im Endeffekt drin ist. Und das ist mitunter, wenn die die Reibbeläge verschlissen sind, ihr die Anti-Schlinger-Kupplung nicht vernünftig wartet oder auf Sauberkeit zum Beispiel von eurer Anhängerkupplung achtet. Das ist nichts anderes wie das, was ihr im Endeffekt bei eurer Anhängerkupplung macht, dass ihr die einmal entweder mit einer Drahtbürste oder es gibt so Topfaufsätze für einen Akkuschrauber, womit ihr den Flugrost quasi wieder runterholt. Das ist nichts anderes. Ihr macht halt den Kugelkopf hinten sauber und ihr geht dann einmal hier auf die Belege, die Reibbelege mit einem feinen Schmirgelpapier und macht das Glasige im Endeffekt wieder weg und raut die wieder ein bisschen an. So, mehr gibt es da eigentlich zur Wartung und zur Pflege nicht zu sagen, außer die Auflaufvorrichtung. Klar, ihr habt oben die beiden Schmiernippel drauf, zeige ich euch gleich auch noch oder blende ich euch ein. Die müssten natürlich dann zwischendurch einmal wieder neu abgefettet werden. Aber das ist kein Hexenwerk, das kann eigentlich jeder. So, wir gehen auf jeden Fall rüber jetzt zum Wohnwagen und dann fangen wir mal an mit dem Abbau der alten Schlingerkupplung und mit dem Anbau der neuen Schlingerkupplung. Und dann erzähle ich euch da noch ein bisschen was zu. Ihr braucht dazu auch nicht viel Werkzeug.
Ihr habt einmal hier die Gummitülle, die werden wir gleich hier einmal das Strapsband abmachen, werden das abschneiden, um da einmal einen kompletten Blick drauf zu kriegen. Da ist natürlich ein bisschen Fett hinter, da werden wir uns gleich ein paar Handschuhe anziehen, dass wir uns nicht so die Finger versauen. Und dann braucht ihr im Endeffekt eigentlich nur eine Knarre für die beiden Schrauben hier und halt einen Schraubenschlüssel, um gegenzuhalten. Dann braucht ihr für die Hülsen anschließend einen Hammer und einen Schraubendreher. Hammer, Schraubendreher haben wir noch in der Kiste, um die Schrauben rauszutreiben. Und dann war es das schon. Dann haben wir eigentlich die Kupplung runter. Und beim Draufbauen machen wir alles genau andersrum. Aber wie gesagt, da nehme ich euch natürlich jetzt mit. Das Fett haben wir jetzt so weit weg. Das ist, wie gesagt, das sind die beiden Schmiernippel, die ich vorhin meinte, die ihr zwischendurch mal kontrollieren müsst. Einmal im Jahr oder was, das Ganze kontrollieren. Kauft euch, wie gesagt, so eine Fettkartusche, so eine Fettpresse draufgesteckt, reingedrückt, bis das hier rausquakt. Und dann ist genug drin, dann könnt ihr ihn abziehen, macht ihr den hinteren auch nochmal. Dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, wir werden jetzt auf jeden Fall die Schraube hier lösen und die Schraube lösen. Und dann werden wir die mal vorsichtig rausmachen, weil hier in diesem Rohr ist quasi die Spindel von der Auflaufbremse. Wenn wir die jetzt einfach nur rausnehmen würden, die Schrauben, dann könnte es sein, dass die Spindel nach hier vorne rausfährt. Ist aber nicht schlimm, gucken wir uns gleich an, falls das mal passieren sollte und ihr nicht dran gedacht habt, wie man das auch wieder hinkriegt, dass das so ist, wie es sein soll. So, in unserem Fall haben wir hier oben einmal einen 19er Schraubenschlüssel und unten dementsprechend einen 19er Nuss. Und dann lösen wir mal das Ganze. So, die Schraube haben wir hier unten mit die Mutter ab. Die drücken wir jetzt gleich mit dem Hammer, klopfen die so ein bisschen nach oben. Da müssen wir natürlich aufpassen, weil hier die Spindel drin läuft mit der Öse. Die ist nämlich hier an der Schraube mit fixiert. Die vordere Schraube können wir so rausnehmen. Da habe ich gerade schon mit dem Finger hier unten geguckt. Da ist nichts drin, da ist die Spindel auch nicht dran. Das heißt, die Schraube können wir so rausziehen, da passiert nichts. So, die haben wir raus. Da ist noch nicht mal eine Hülse oder sowas drin. Bei manchen ist hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier nochmal so eine Passhülse drin, dass ihr das Rohr quasi nicht zusammenzieht. Aber das ist in dem Fall, ist hier jetzt nichts. Hier werden wir jetzt gucken, dass wir die Schraube rausschlagen oder ein bisschen raustreiben mit dem Hammer und dann würde ich sagen, müsste das die Passhülse sein, die gleich mit durchtreiben, dass sie bündig mit dem Rohr abschließt. Dann haben wir den Schlitten, der hier drin läuft, oder die Stange, die hier drin läuft, gleich mit fixiert, dass sie uns nicht abhauen kann. Ja, wie ihr gesehen habt, der Bolzen ging jetzt nicht ganz rein. Ich zeige euch gleich, warum, weshalb, weswegen. Dafür können wir aber jetzt, weil wir die Schraube schon raus haben, das alte Zugmaul oder die alte Anschließschlingerkupplung rausnehmen. Und seht ihr das?
Da ist einmal der Bolzen. Ich nehme mal eben einen Moment. Da ist einmal der Bolzen, den wir reingeschlagen haben. Und das ist quasi die Hülse von dem Dämpfer oder von dem Rohr, was noch hier drin läuft. Und da ist er natürlich jetzt verkantet. Das kriegen wir aber gleich hin. Das ist nicht das Problem. Das wäre auch das, was nach hier vorne rausfahren würde. Deswegen zeigen wir euch jetzt mal, oder zeige ich euch mal, wie man das korrigieren kann, wenn der rausfahren würde. Das ist jetzt der Bolzen. Wie ihr sehen könnt, normalerweise wäre da jetzt das Auge, wo eure Schraube durch müsste. Geht aber nicht, weil das Rohr ausgefahren ist und jetzt hier vorne sitzt. Ist aber kein Problem. Wir drücken den jetzt wieder zurück und dann zeige ich euch das. Bei manchen fährt er sogar noch weiter raus. Bei uns bleibt er jetzt hier vorne hängen. Aber wie gesagt, das kriegen wir jetzt gleich wieder hin, dass wir hier unseren Splint reinkriegen, so wie es eigentlich sein sollte. Ihr nehmt euch jetzt so gesehen einen Schraubendreher oder eine Nuss. Und dann könnt ihr das Ganze ganz easy zurückdrücken. Ja, easy geht so. Und dann kriegt ihr hier euren Bolzen rein. So, drin ist er. Jetzt passiert da auch nichts mehr. Fertig. So, jetzt können wir im Endeffekt unsere Tülle hier wieder drauf machen, die Tülle festmachen, unseren Staubschutz und dann die neue Anti-Schlingerkupplung befestigen. Achso, nochmal hier zu den Adaptern. Was zeige ich euch jetzt? Ich schwenke euch nochmal rüber. Und zwar habt ihr hier das Rohr. Je nachdem, was für ein Wohnwagentyp ihr habt, kann das Rohr schon mal einen anderen Querschnitt haben. Und dafür habt ihr im Endeffekt diese Adapter. Und die Adapter braucht ihr dafür, wenn ihr jetzt eure neue Anti-Schlägerkupplung aufsetzt. Seht ihr? Ich habe Spiel. So, und das Spiel nehme ich im Endeffekt damit. Das heißt, ich gucke, welchen Adapter ich brauche. Den zum Beispiel. Und setze dann meine neue Kupplung auf. Und somit habe ich kein Spiel mehr drin und kann die mit Hilfe des Adapters montieren. So. Und dann könnt ihr hier eure neue Anti-Schlingerkupplung aufsetzen. Setzen erstmal hier vorne die eine Schraube rein, dann kann uns das Zugmaul nicht mehr abhauen. So, jetzt hat er sich wieder ein bisschen verkantet, ist aber nicht schlimm. So, jetzt haben wir hier die Schraube wieder drin, hier die Schraube drin. Hier ist unser Dorn, den wir ausgeschlagen haben. Und jetzt werden die beiden neuen Muttern mit den Unterlegscheiben drauf gemacht, alles vernünftig angezogen. Und dann haben wir das auf jeden Fall schon mal und dann besprechen wir alles weitere. Thank you.
So, zack, ist es schon montiert. Unsere Winterhoff WS 3000. Wie gesagt, ist eigentlich kein Hexenwerk. Ihr habt die beiden Schrauben, ihr habt die Dorne, also alles zur Montage habt ihr eigentlich. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein bisschen was, um sauber zu machen, um die Schrauben zu lösen, ein bisschen Werkzeug und die neuen Schrauben festzumachen. Selbst wenn das passiert, dass der Dämpfer ausfährt, ihr drückt den einfach nur wieder zurück und könnt dementsprechend das Ganze wieder richten. Also nichts Schlimmes. So, jetzt nochmal was anderes. Und zwar, das ist ja eine Anti-Schlinger-Kupplung. Die soll ja dafür sorgen, dass, sofern euer Wohnwagen vernünftig gepackt ist, dass euer Wohnwagen schön ruhig auf der Straße liegt. So, wir haben hier so ein Safety Ball. Da kann ich das euch ein bisschen demonstrieren, wie das Ganze sein sollte im Fahrbetrieb. Und dann gibt es nochmal eine Stellung bei der Anti-Schlinger-Kupplung, wenn ihr auf dem Campingplatz seid und rangiert, damit ihr euch nicht die Reibbeläge direkt kaputt macht. So, wir nehmen uns jetzt den Safety Ball, drücken den hier oben rein, dann ist er schon mal drin. Ihr seht, hat vernünftig eingerastet, der grüne Nippel ist raus. So, im Fahrbetrieb würdet ihr das Ganze jetzt runterdrücken und wie ihr sehen könnt, der Safety Ball lässt sich nicht bewegen. Das wäre jetzt so im Fahrbetrieb. So, und wenn ihr dann die Anti-Schlinger-Kupplung auf eurer Anhängerkupplung drauf sitzen habt, ist das, was ich meinte. Ihr könnt hier sehen, ob eure Reibbeläge noch in Ordnung sind. Okay, dann wäre der Pin hier jetzt mit diesem Safety Ball. Der ist ein bisschen kleiner wie der Kugelkopf von der Anhängerkupplung. Wenn jetzt so gesehen, wenn es jetzt meine Anhängerkupplung wäre, wären die Reibbeläge schon verschlissen. Nein, die ist neu. Dementsprechend sind die Reibbeläge in Ordnung. Dieser Ball, den ich vorne reingesteckt habe, der ist einfach nur ein bisschen kleiner. So, wie gesagt, wenn das jetzt runtergedrückt ist, seid ihr im Fahrmodus. Das heißt, es sitzt schön fest auf eurer Anhängerkupplung und macht das, was es soll, verhindern, dass euer Wohnwagen anfängt zu schlindern. Wie gesagt, wenn ihr Gewichte eingehalten habt, die Geschwindigkeit eingehalten habt, den Wohnwagen vernünftig gepackt habt. Das sind natürlich die Grundvoraussetzungen dafür. So, ihr seid auf dem Campingplatz angekommen und wollt jetzt den Wohnwagen rückwärts rangieren. Dann macht ihr den einfach nur hoch. Den Ball kriege ich immer noch nicht raus, aber die Reibbeläge sind schon ein Stück offen und ihr könnt so vernünftig mit dem Wohnwagen und dem Auto rangieren, ohne dass ihr die Reibbeläge kaputt macht oder zu starke Reibung hier drauf habt. So, und aushängen natürlich ganz normal wie sonst auch. So, Arbeit fertig. Neue Anti-Schlinger-Kupplung ist drauf. Ich werde jetzt ein bisschen meine Baustelle da aufräumen. Was haben wir jetzt gebraucht? Vielleicht eine knappe halbe Stunde. Also durchaus für jeden machbar. Ne? Ansonsten gibt es genug Anleitungen bei YouTube oder im Internet, die euch auch helfen, so wie unsere jetzt zum Beispiel. Ich hoffe, sie hilft euch und ihr könnt damit was anfangen und auch mit den Erklärungen in puncto Wartung, Verschleiß etc. pp. Fahrbetrieb, Fahrmodi, solche Geschichten. Und ich werde jetzt nochmal im Pool hüpfen. Geht weiter mit dem Urlaub. Aber ich habe keine Knatschgeräusche mehr, wenn ich nach Hause fahre. Also, bis dahin. Für weitere Videos in puncto Do-It-Yourself und. Einfach Glocke aktivieren, Abo dalassen. Und über einen Daumen würden wir uns natürlich auch freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.